Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in unserem Vault 123. Und wir schauen mal, da wird ein Baby gleich geboren. Wir schauen mal, ob es ein Knabe geworden ist. Nancy Pratt ist schon wieder schwanger. Und wir haben ein Mädel, Rachel. Rachel? Und Rachel Johnson heißt Nancy, Rachel Pratt Johnson. Kein Knabe. Gut, dass wir Bruce Johnson noch im Vault gelassen haben. Okay, so übernehmen wir das mal. Das wird eine richtig große Familie. Nur Schwestern bis jetzt. Die dritte schon. Gut, ja, wo haben wir dann unser Vault-Promi? Vielleicht kann sie ja auch nur Frauen werfen. Moment. Nancy Pratt, hier ist sie. Also, ich meine, gebären sagt man, oder? Oder ein Ei legen. Ein Ei legen ist doch was anderes. Ja, okay, sie kommt wieder nach unten und Bruce Johnson, der stolze Vater, darf sofort nochmal ran. Wo ist er denn? Ich dachte, er wäre hier, würde Intelligenz trainieren. Intelligenz und Charisma braucht er. Ach, hier ist er ja auch. Ganz genau, Bruce Johnson. Seh mal zu, dass du einen Knaben mal daraus wirfst. Aus deiner Schleuder. So. Deswegen machen wir das doch, das Ganze. Ja, ich möchte nicht da anfangen und die Leute umbenennen. Wobei ich mir bei 166 Bewohnern hier doch schon sehr große Gedanken mache. Bei 200 soll ja angeblich Schluss sein. Also dann passen keine mehr rein. Und da frage ich mich, dann hört der Spaß ja ein bisschen auf. Und da frage ich mich, was sollen wir denn dann machen? Naja, wir lassen das erstmal auf uns zukommen. Wahrscheinlich werden wir uns von ein paar Leuten dann trennen müssen, oder? Ja, also ich denke mal, nur ist es so, dass es hier ja... Ja, es gibt ja keinen Diebstahl oder es gibt ja keine Morde oder so etwas hier, dass wir da sagen könnten, irgendwer verhält sich falsch, den schmeißen wir raus. Das ist eine fiese Sache. Jetzt haben wir ja unsere Bewohner alle. Naja, wie gesagt, wir müssen uns da Gedanken machen, wenn es soweit ist. Und so denke ich nebenher auch schon immer nach, aber ich wüsste da wirklich nicht, was man da machen könnte. Einen neuen Vault vielleicht errichten und nochmal ganz von vorne anfangen. Wir werden sehen, was daraus noch wird nachher. Jetzt fehlt natürlich auch oben, fehlen zwei Leute jetzt in der oberen Etage. Das ist aber nicht so schlimm, denn... Ach, Melissa White. Aha! Die beiden sind schnell, was? Naja, die kennen sich ja auch schon. Wo ist denn das? Ach, hier unten, da laufen sie. Zack. Haben sie sich versteckt schon. Aber ihr habt hier so viele Betten. Naja, da hinten ist vielleicht so ein Privatbereich. Da steht wahrscheinlich dann auch noch ein Bett. Die wollen ja auch nicht unbedingt beobachtet werden dabei. Gut, die beiden sind damit, ja, unterwegs, bedient. Unterwegs. Komm, wir sind mal unterwegs. Und wir gucken uns jetzt mal an, was wir für eine Quest machen können. Und mich interessiert ja genau, das Buch der Liebe sollten wir schnell mal machen und nach Möglichkeit die Leute dann auch mit einer Nuka-Cola Quantum zurückrufen. Aber erstmal gucken wir, was es hiermit auf sich hat. Es ist die dritte von vier Quests. Das wird auch die erste Questreihe sein, die wir dann beenden. Aber dazu später dann eine Chance für die Liebe. Räume eine Höhle als Vorbereitung für eine Trauung. Der große Tag rückt näher. Wir wollten eigentlich eine Trauung in der Natur durchführen, aber da es draußen zu gefährlich ist, findet sie in einer Höhle in der Nähe statt.
Wir müssen sie nur desinfizieren. Also desinfizieren wir einmal. Gehen dort rein und ja, was wird da schon sein? Red Kakerlaken. Ich meine, diese Valentinstags-Quests, die sind relativ einfach, hoffe ich. Oh, eine Chance für die Liebe. Töte die Maulwurfsratten-Brutmutter. Okay. Und die sind relativ einfach, glaube ich, diese Valentinstags-Quests. Und wir haben immer ein recht starkes Team dort rausgeschickt, damit das auch ohne Probleme und relativ schnell dann erledigt werden kann. Ein starkes Team, nämlich hier bestehend aus Samantha Wilson und Ruth Jones und aus Curry T. Peterson. Ein Damenteam. Und wie groß ist das? Oh ja, ja, ja gut, das ist eine Höhle. Hast du die Schreie auch gehört? Ich dachte, ich hätte Schreie gehört. Die Damen. Oh, Maulwurfsratten hieß es. Und das geht so super schnell, wie man sieht. Da können wir vielleicht sogar zwei Quests machen. Ja, irgendjemand hat Intelligenz dabei, oder? Wie sieht's aus? Intelligenz? Naja, ein bisschen Intelligenz und Intelligenz. Ruth Jones hat alles. Eigentlich könnte Ruth Jones wahrscheinlich alleine hier durchlaufen. Stehen bleiben! Diese Höhle steht unter der Herrschaft der Stählernen Bruderschaft. Wir werden bald einen neuen Bunker aus ihr machen. Räumt sofort das Gelände, sonst... Ha, wir entscheiden uns für sonst. Hier sollte doch nur eine Trauung stattfinden. Willst du sie vornehmen? Tut mir leid, vor lauter Gelächter in meinem Kopf kann ich nichts hören. Okay, wir antworten die Geschichte mit der Trauung. Hier sollte doch nur eine Trauung stattfinden. Willst du sie vornehmen? Tja, ich müsste meinen Aufseher fragen, aber das wäre wohl zu machen. Prima, und wir bekommen schon wieder einen Anzug der Stählernen Bruderschaft. Wollen wir den denn überhaupt? Weiß ich jetzt nicht. Ach ja, Maulwurfsratten, genau, da war doch was. Das hätten die Bruderschaftsleute, ja genau, das hätten sie aber auch mal selber machen können, oder? Wenn die sowieso schon hier rumstehen, stehen da oben rum und machen nichts. Helfen nicht mal mit. Sagen nur. Reden können sie. Da, fertig. Oh, ich habe Fledermäuse gehört. Und Maulwurfsratten. Das Team ist so gut. Bis jetzt ist nicht ein Stimpack draufgegangen und ich glaube, sie haben nicht mal irgendwas an Energie verloren. Ja, hier Samantha Wilson ein wenig. Aber den anderen geht's beiden noch gut. Ja, Samantha Wilson geht's auch gut. Super schnell. Aha. Aha. Eine Nuka-Cola Quantum.
Oh, hier geht's gar nicht nach unten. Ganz durch nochmal zurück und dann nach unten. Ja, und die Bruderschaftsdamen, die stehen immer noch oben. Und machen nichts. Oh, Ghule! Willkommen in unserer bescheidenen Unterkunft. Können wir was anbieten? Kekse, radioaktiven Smoothie? Richtig gut für die Haut. Haha, tut mir leid, aber ihr müsst das Gelände räumen. Du weißt aber, dass es ein paar Meilen nördlich einen verlassenen Vault gibt? Klar, aber vielleicht willst du dir ja erstmal den Lauf dieser Knarre näher anschauen. Ja, ein bisschen frech, aber wir fragen einfach mal. Du weißt aber, dass es ein paar Meilen nördlich einen verlassenen Vault gibt. Ein bisschen frech, weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass sie das wissen. So fragt man ja eigentlich nicht. Ach, wirklich? Wir sind schon so gut wie weg. Los, Leute! Kein Grund umzudrehen. Das ist der richtige Weg. Die sind ja noch da. Schwuppdiwuppdiwupp und wir haben keinen Streit verursacht. Das ist doch schön. Jawohl, die zweite Nuka-Cola Quantum. Diese Höhle ist nicht groß genug für uns beide. Ah ja, abgeschlossen. Eine Chance für die Liebe. Dennoch schauen wir uns die restlichen Höhlen hier auch noch an. Ja, das Team brauchen wir unbedingt. Das brauchen wir unbedingt für andere Quests. Aber Ruth Jones wird wahrscheinlich dann wieder das Ödland durchforsten demnächst. Ach ja, gut. Und wir haben fertig. Oh, da liegt aber noch ein Ghoul hier hinten. Der könnte ja auch noch irgendwas Schönes bei sich haben. Jawohl, hat er sogar eine Nuka-Cola Quantum. Drei Nuka-Cola Quantum. Das heißt, Nuka-Cola Quanten haben wir hier bekommen und ja, es blitzt überall. Leider weiß ich jetzt nicht mehr, wie viele man für diese Aufgabe hier bekommen sollte. Aber wahrscheinlich waren es drei. Es blitzt überall, deswegen denke ich, wir könnten vielleicht auch noch hier oder dort was übersehen haben. Aber wie es aussieht, sind wir fertig und können zurück. Ziele? Ziel war es, töte die Maulwurfsratten. Brutmutter. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass da eine Brutmutter war. Das ging so schnell. Gut, zurück zum Vault. Eine Chance für die Liebe. Quest abgeschlossen. Belohnungen. Ein Designrezeptfragment, eine doppelläufige abgesägte Schrotflinte und eine robuste Söldnerausrüstung. Dafür gibt's dann auch noch 1627 Kronenkorken-Caps und
3 Nuka-Cola Quantum. Zurück zum Vault. Und wir, liebe Welt da draußen, sind schon am Ende der Folge, sehe ich gerade. Ja, wir werden versuchen, unser Team schnell zurückzubringen. Ansonsten, naja, andererseits, wir können auch warten. Es sind ja noch 2 Quests, glaube ich, vor uns. Eine wenigstens. Ja, wir könnten sie aber sofort wieder rausschicken. Ich glaube, das machen wir. Das machen wir in der nächsten Folge. Diese Folge, wie gesagt, ist am Ende. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.